Am Anfang war es ja so, ich habe echt GTA 1 oder GTA 4 den ersten Teil gespielt mit Nico und dachte mir, hey, das ist ja ein richtig cooler Charakter. Dann musste ich ewig warten, weil ich die PC-Version spiele, bis dann endlich Liberty City Stories rauskam. Und dachte mir schon, naja gut, so ein paar kleine Fortsetzungsepisoden wird wahrscheinlich nicht so besonders sein. Aber dann habe ich, ja, wie hieß der, die erste Fortsetzung, wie hieß die noch gleich? Ich habe es ja vorhin noch gelesen. The Lost and Damned, genau. Und da habe ich auch so am Anfang gedacht, Motorradfahren die ganze Zeit. Und, es ist wirklich so, du sitzt fast wirklich ständig nur auf dem Motorrad. Und was ich auch schön finde, ist, man merkt wirklich, dass Johnny richtig gut Motorrad fahren kann. Er fällt nicht so oft runter wie Nico oder Luis. Und dafür kann er total schlecht Auto fahren. Also ich finde die Steuerung mit Johnny ist grauenhaft. Aber das ist, also ich denke, das haben die mit Absicht, also ich bin mir sicher, das haben die mit Absicht gemacht. Und das finde ich auch richtig eine richtig gute Sache. Da merkt man richtig den Unterschied zwischen den Charakteren. Ja, auf jeden Fall habe ich es dann gespielt und ich fand den Charakter dann so grandios am Ende. Ich habe mir gedacht, ja toll, jetzt kannst du den letzten Teil noch spielen, weil du ist ja auch sehr interaktiv, ne? Also die ganzen Charaktere kommen auch in den Teilen vor. Und habe mir dann schon nach dem Teil mit Johnny gedacht, ah, Luis, er geht mir jetzt schon so auf den Sack, was soll das denn werden, wenn ich den spielen muss? Und dann habe ich gespielt und dann fand ich den so grandios am Ende. Also, es ist dieses. Ich hoffe, die machen noch mehr Episoden. Ich weiß noch nicht, welche Charaktere sie noch nehmen können. Pecky vielleicht. Pecky war auch geil. Oder ist auch geil. Und vielleicht noch eine Episode mit Brucey oder so. Das fände ich auch Hammer. Hoffentlich machen die das noch. Aber wahrscheinlich werden die wieder ein ganz neues GTA entwickeln. Ich habe keine Ahnung. Obwohl ich finde, dass man diese Welt hier und alles noch ausbauen kann. Also. Jetzt habe ich wieder nicht auf den Verkehr geachtet. Mann, wer nervt denn jetzt schon wieder? Ach, Yusuf. So, ich werde jetzt trotzdem erstmal nach Hause zu Luis fahren. Und was ist. Ach so. Ich dachte jetzt, das M wäre mein Zuhause, aber jetzt fällt mir ein, das ist seine Mom. Ich werde erstmal hier kurz speichern und kontrollieren, ob das mit der Aufnahme geklappt hat. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auch gleich wieder. Ach, fuck, falsche Tür. Die Wohnung ist eigentlich auch geil. Mag ich. Nee, halt. Ich wollte doch gar nicht die Kleidung wechseln. Später. Mach ich im nächsten Video die Kleidung wechseln. Ich wollte die Kleidung nicht wechseln. Jetzt lasst mich doch in Ruhe, Mensch. Die Steuerung muss ich mich auch erst dran gewöhnen. Ich glaube, ins Bett legen war das, ne? Speichern? Ja. Ich speichere erstmal und wir sehen uns gleich. Ja, und weiter geht's. Ich werde erstmal schauen, was Louis so im Schrank hat. Schauen, ob er irgendein Outfit hat, was meinem Stil beziehungsweise was mir gefällt. Da irgendwas Gutes dabei hat. Normalerweise ziehe ich ja die Leute immer gern schick an. Aber das sieht hier alles nicht so toll aus. Mal schauen. Ah, nee, rot ist auch doof. Nee, Ledermantel, nee. Nee, nee, nee. Ich glaube, ich werde sicherlich auch mal einkaufen gehen später. Ja, ich nehme erstmal das. Das sieht ganz okay aus. Würde ich auch anziehen.
Wenn schon Gangster, dann wenigstens schick. Oder sollte ich bei Louis lieber Pimp sagen? Nee, Pimp, Pimp klingt irgendwie abwertend. Ja, was mache ich denn jetzt? Ich glaube, ich werde erstmal zu Mama fahren. Das blinkt mich da unten schon so ein bisschen an. Ah, das ruckelt wieder am Anfang. Nein, nicht Taxi. Steig ein, bitte. Nein, auch nicht dagegen schlagen. Mist, die Steuerung. Entschuldigt, aber bei mir ruckelt GTA immer, wenn ich rausgehe und wieder rein. Mann. Fluch, naja gut, das Auto ist eh Schrott, das Einbahnstraße. Bin ich mal brav und fahr außen rum. Müsste gleich irgendwann mal aufhören. Also, das liegt wirklich nicht an Traps, das liegt einfach an meinem GTA. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so ist. Aber man gewöhnt sich mit der Zeit dran. Das ist halt schlecht fürs LP, ne? Oh, sorry guys. Mama's Boy. Aquí está su cafecito. Gracias. ¿Quieres azúcar? No. Mami, soy yo. Ay, Luis. Hey, hijo, ¿quieres un cafecito? Sí, un chico. Die hat die gleiche Schürze an wie meine Mama Luis, auch. This is Mr. Die trägt auch gern Santos. solche Schürzen. What's going Ich finde die on? Hey, furchtbar. I guess I didn't recognize you from your mom not having any pictures of you up on the walls. Yeah, I guess she doesn't have any up. Now you mentioned it. I guess mugshots don't sit along too well with graduation shots. Hey, who the fuck are you? Well, it's complicated. Mr. Santos is a businessman. It's not that complicated when you think about it. You see, your mother here has been. Ich kann nicht wissen, was für ein Geschäft, aber ich werde es bestimmt herausfinden. In other words, she's been living beyond her means. Hey, bro, be polite when you talk about my mother, man. I'm being very polite. See, I like her. She's a good woman. If I didn't like her, I would have burned this building down by now. I mean, you know you could have came to me for money. But what would you do to get it? Yeah, I wouldn't barter for a piece of shit like this. Hey, be careful, kid. I could have you killed. Oh, I'm real scared of you, motherfucker. Huh? How do you sleep at night, man? Long talking to all women. Hey, she called me, okay? It's business. We run a service. She knew the rules. She should have read the small print. You know, you really are a piece of shit. I'm a businessman, and trust me, it could get a lot worse, my friend. Now calm the fuck down. Your mother told me about you. Maybe you can help me pay off your mother's debt. That way this building doesn't have to come to an unfortunate end. Yeah, okay. Okay, let's go. As always, nice to see you, Miss Lopez. Luis, be careful. Yeah, it's a bit rich coming from you. You ought not to judge me, Luis Lopez. You're just like your father. Let's walk and talk. Ja, ist auch schön, mal durch Liberty, ja doch, Liberty City zu laufen. Ja, man kommt die ganzen Städtenamen so ein bisschen durcheinander mit der Zeit. Liberty City ist es, genau. Oh, der läuft ja langsam. Komm, lauf vor. I sure didn't think I'd be coming back here again. Man, there's probably even some guys on the scene that still remember me. If they ain't all fucked up by now. Ach. Jetzt weiß ich, was kommt. What if I get used to winning? Then your mama better get used to me coming around and not being my usual friendly self. How's it going? Ja, ganz gut. Danke. Erst schleichen, jetzt kämpfen, das erinnert mich echt an Riddick. Irgendwie spiele ich immer ähnliche Spiele, die sind alle irgendwie ähnlich. Oder kommt mir das nur so vor?
fehlt mir nur noch der Nachtblick. Auch gegen den möchte ich nicht kämpfen, der sieht zu dick aus. Ah, verflucht. Ja, komm. Jetzt bin ich dran hier. Komm, verpiss dich. Konnte ich nicht auch irgendwie zutreten? Ach, egal. Who's the man? Hä? Oh, da kommt der nächste. Wie ging das doch mit dem Zutreten, oder nicht? Wie war das mit dem Zutreten? Ach, verflucht. Ah, nicht in die Ecke. Genau, haltet ihn fest. Danke. Na, komm schon, was willst du? Was willst du? Was willst du, hä? Bring me the next one. Oh, ich bin in Kampflaune. Oh Gott, was ist das denn für einer? Ah, verflucht. Ich habe nicht mehr viel Energie. Aber den sollte ich noch schaffen. Komm, haltet den fest. Helft mir doch mal, Leute. Das dürfte es gleich gewesen sein. Yay! Nice Finish Move. What the fuck? You know how much money I had on that fight? Are you too fucking stupid to know when to lay down? Guess I must be. You're a fucking dead man. Ach, ich sollte verlieren. Scheiße, ich hätte mal auf den Kommentar achten sollen. This little game's over for you. Oh Scheiße, habe ich das beim ersten Mal? Habe ich mich da hingelegt? Hilft der Menge? Ach, egal. Ich wusste, musste ich hier wirklich verlieren oder? Ach, egal. Huch, schon wieder falsche Taste. Egal. I've been taking care of things for you, Ma. That guy ain't coming around no more. Don't worry about it. What kind of attitude is that to give your mama? Do you think you're something special? Like some baseball player? Like some gangster? Mommy, I didn't imply anything like that. You organize parties, Louise. You're a bouncer? Don't act a big shot with me because I know who you are. Mommy, you don't know me. The most important people in the world come to our clubs, and I look after them. I am something. And I look after you. I'll see you soon, okay? Bye. Oh, jetzt ist Mama sauer. Ich weiß es gar nicht mehr, was ich beim ersten Mal gemacht habe, aber das ist mir, glaube ich, neu. Hoffentlich bringt mir das keinen Ärger. So, jetzt ist mein Auto weg und ich brauche was Neues. Muss ich eben doch mal eins klauen gehen. Aber ich nehme meistens immer gern die Parken, denn ich möchte nicht einfach Leute aus dem Auto zerren. Das macht man nicht. Das macht man einfach nicht. Jetzt parken hier keine Autos. Was soll das? Wo sind denn hier meine Autos? Ich brauche eins. Ich will keins klauen. Ich bin nett. Ich bin Mr. Nice Guy. Bitte, gib mir ein Auto. Kostenlos. Och nee, sowas will ich nicht fahren. Was ist das andere? Ach, das geht. Ist zwar jetzt nichts Besonderes, aber es fährt und steht für mich bereit. Und schmutzig ist es auch. Na prima. Gibt's bestimmt Ärger von Tony. Oh, natürlich, die Bullen kommen. Na prima. Scheiße. Komm schon. Geh weg. Yay. Ja, da geht's ja auch schon gleich die Party los. Verflucht. Lass mich doch in Ruhe. Das ist mein Auto, ich hab nur den Schlüssel vergessen.